die Wittstocker Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Um die 1000 Besucher werden es wohl gewesen sein, die sich auf dem Marktplatz versammelten. Ja, es ist schön, dass im Wittstock immer wieder solche Veranstaltungen stattfinden. Und meine Freundin hat mich überredet, mich auch zu verkleiden, damit wir hier ins Bild passen. Und wir freuen uns auf den Abendspaziergang. Ja, ich fand das toll, dass hier Wittstock so eine schöne Sache macht. Und da ich gerne Mittelalter und Barock und so eine Kleider nähe, habe ich gedacht, das ist die Möglichkeit, mal die Kleider zur Schau zu tragen. Einfach spazieren zu gehen. Also die Mittelalter-Zelt war doch auch eine schöne Zelt. Und ich gucke auch gerne historische Filme und ich finde wirklich gut. Aber das Beste ist auch für Wittstock der Abendspaziergang, wo die mittelalterliche Zelt noch dargestellt wird, wie das ganze Leben so war. Also ich möchte mir gerne in die Zelt reinversetzen. Also Prost. Eine Reise ins Mittelalter. Keine Angst, es wird niemand geköpft, aber wohl auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wie ich schon vom Start zum Abendspaziergang erfuhr. Ja, heute wird die berüchtigte Hexe Anna Dossmann verurteilt. Sie wird brennen. Und zwar wird sie am Galgenberg außerhalb der Stadt öffentlich verbrannt, wenn die Abendglocke läutet. Anna Dossmann ist eine von vielen Hexen, aus unserer Sicht heute bedauernswert, die bei peinlichen Untersuchungen dann zugegeben hat, Butter zu Kuhfladen verzaubert zu haben, frische Milch zu Gülle, die Kinder des Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg zu Tode gebracht zu haben und es mit dem Teufel getrieben zu haben. Das heißt, Buhlschaft mit dem Teufel nicht einmal, sondern wiederholt. Und das ist ihr Vergehen und deshalb gibt es heute den Prozess gegen sie. Mit der Mittelalterband Spielwut und der Schwedengarde startete der Tross. Zehn Schaubilder warteten auf die Zeitreisenden. Erste Station, Universitäten, an die es zur damaligen Zeit auch viele Wittstocker zog. So sei er mir willkommen. Folgende Regeln soll er achten und ehren. Mit den Kommilitonen wird nur auf Latein gesprochen. Die Universität wird nach dem Sonnenuntergang nicht mehr verlassen. Und diese Uniform ist ab jetzt die seine, welche er auf dem Universitätsgelände als auch im Alltag tragen wird. Felix Sis. Habe Dank. Die Ehre, hier zu sein, erfüllt mich mit großem Stolz. Und schon war das zweite Schaubild erreicht. Ja, das ist mir das alles. Ja, das ist so mir das alles. Gut. Ja, Dankeschön. Bitte schön. Ich bin die Spinnerin. Muss Material ran schaffen zum Weben und zum ja und so was alles. Ja, wir sind die Nähstube hier. Ja. Nee, müssen wir sehen. Stopp beim kleinen Zarzka Michel. Klein? Aber warum schauen alle nach oben? So, ich bin jetzt erstmal fertig mit dem Vermessen. Das Nähen könnte etwas dauern. Kommen Sie am besten in 2 Wochen nochmal wieder. Das älteste Gewerbe der Welt. Die leichten Mädchen. Und sie boten an diesem Abend ihre Dienste an.
Erfolgsaussichten eher null, denn die meisten Männer hatten ihre Frauen dabei. Oh, 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 na also. Ah, hallo. Wollen wir gleich mal anlernen hier den Kleinen. Na, na, ach, na, ach, na denn, bitte schön. Bist du schnell, Jan. Hallo, bitte schön. Am Gröper Tor, dort die Schmuggler in Sicht. Meine Damen, wohin des Weges? Herr Amtmann, wir schmuggeln nicht, wir wollen nur zur Tante. Haben Sie was zu verzollen? Nein, nein, ja, wir also, das sieht aber ganz danach aus hier. Nur die Wolldecke für die Tante. Ja, schmuggeln tun wir nicht, wir wollen nur zur Tante. Schmuggeln tun wir gar nicht. Hier schmuggeln wir nur Salz und Zucker, sonst nicht. Also, lass uns laufen, lass uns laufen. Ja, ich guck noch mal hier rein. Wo, hier rein? Da habe ich keinen Tabak, da ist nein, nur... Da ist nichts. Da ist nichts drin. Da ist nur Kräuter drin für den Tee, kein Tabak. Kamille. Lass uns laufen, wir müssen nach Mecklenburg. Und die Treue, wir brauchen die Tante. Na dann, geht gut. Dann wünsche ich einen guten Weg. Beim fahrenden Volk konnte man einen Blick in die Zukunft werfen. Eine Wahrsagerin las aus der Hand. Bitte die Wahrheit. Es kann aber sein, dass ich etwas sehe, was euch nicht gefällt. Unaufhörlich zog der Tross, begleitet von mittelalterlicher Musik, durch die Wittstocker Innenstadt. So, Prinze Bollmann schrie um Hilfe. Liebe Leute, rettet mir, denn ich bin ja Prinze Bollmann. Aus der Altstadt der Barbier, denn ich bin ja Fritze Wollmann. Aus der Altstadt der Barbier. Am Wittstocker Rathaus die Inquisition. Gleich ist es soweit. Ich werde in 4 Punkten angeklagt und ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Gleich ist es soweit. Ich will nicht. Anna Bossmann wird heute zum Tode verurteilt. Bürger von Wittstock, schaut auf diese Stadt. Die Hexe muss brennen, bringt sie mir. So, bringt mir das verruchte Weib. So, Weib, auf mit dir. Wehrst du dich hier? Was wehrst du dich hier noch? So, Hexe, jetzt brennst du. Jetzt brennst du. Noch heute wirst du geläutert durch das Feuer in die Ewigkeit einziehen. Im Gleichschritt Marsch, links, 2, 3. Hier. Halt! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Ganze rechts um. Nochmal. Alles hört auf mein Kommando. Links. 2. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, wenn ihr den Bürgermeister aus dem Kaff seht, der soll mir nächste Woche um 4 nochmal 20 Leute schicken. Bauern oder Handwerker, ist egal. Weiter Richtung Amtshof. Was kann man denn bei euch hier verkosten? Gar nicht. Verkosten können wir nur nebenan. Was habt ihr denn hier alles im Angebot? Alles. Töpfe, Krüge, Teller. Glocken! Mir persönlich gefiel in diesem Jahr das Schaubild des Kulturfördervereins von der Burg Goldbeck am besten. Obwohl das Rübsen noch ein bisschen geübt werden muss. Kann mal einer besser rübsen, sich Scheiße. Klaus, klappt nicht. Der war da jetzt. Jan, Meister Jan, ja, ich wünsche klar. Euch gesegneten Durst. Ja, Prost. Lass dir schmecken. Rübset und fupset anständig. Ja.
Der Mond ist aufgegangen. Mhm. Also Dennis, was? Wohl auf die Küche! Auf guter Natur! Jede Sau ein Schnitzel! Kommt rein! Bedient euch! Kommt rein, haut rein! Hauptsache ihr zahlt doch ordentlich die Zeche! Das ist ja Futter to go hier. Fast Food, ganz schnell essen, ganz schnell essen. Fast Food, ich war schon in Britannien. Ihr habt alle Kinder, super. Wir stellen eine typische Burgszene dar, von der Burg Goldbeck, wie sie damals auch hätte sein können, mit musikalischer Untermalung eines Baden und ich male die Szene. Mit dem 15. Schaubild endet unsere Reise ins Mittelalter. Wir stellen die Pest nach. Eine Pestszene. Ein Teil unserer Darsteller ist an der Pest erkrankt. Der Tod ist auch dabei. Und wir machen auch den Pesttest. Viele sind am Meckern, unzufrieden. Aber mit diesem Rückblick in die Geschichte wird so manchem klar werden, wie gut es uns doch geht. Und beginnen tun wir mit einem klugen Spruch, der da lautet: Trink, was klar ist, iss, was klar ist, schau, was da ist, und sprich, was wahr ist, und schweige nicht, sei freigelicht, und spreche aus, was wahr ist. Sprich mit uns und rede frei und schau.